Wenn ich an die NSA-Affäre denke, sehe ich ein Haus, das gerade von einer Einbrecherbande ausgeräumt wird. Die Bewohner stehen daneben und gucken zu. Die Hausverwaltung steht auch daneben und guckt zu. Sie ruft den Einbrechern vielleicht noch hinterher: Wir verlangen schonungslose Aufklärung, wir wollen wissen, was hier gespielt wird. Und die Einbrecher rufen zurück: Geht in Ordnung, steigen ins Auto und fahren davon. Die Bewohner dieses Hauses, das sind wir Bürger, die ja bekanntlich niemals irgendetwas zu verbergen haben. Die Hausverwaltung, das ist unsere Bundesregierung, die alles nur aus der Presse erfahren hat. Und das Haus, das ist unser Rechtsstaat. Er wird gerade von ausgerechnet den Leuten geplündert, die eigentlich dafür zuständig wären, ihn zu schützen. Was wir hier erleben, ist nicht irgendein abstraktes Technikschnickschnack. Bei einer Überwachung in diesem Ausmaß geht es auch nicht mehr um die komplizierte Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit. Es geht nicht mal um den Kampf gegen den Terrorismus, denn dann wäre jeder Internetbenutzer, also quasi wir alle, Terroristen. Was wir hier erleben, ist ein Angriff auf unsere Verfassung von historischem Ausmaß. Was mich wirklich fassungslos macht, ist die Tatsache, dass unsere Bundesregierung, die in einer solchen Situation durch Nichtstun glänzt, auch noch durch grandiose Umfragewerte belohnt wird. Das heißt doch eigentlich, dass man sich in diesem Land quasi alles erlauben kann, solange nur die Wirtschaftsdaten stimmen. Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde, die Dreistigkeit dieser Einbrecher oder die Mischung aus Resignation und Hilflosigkeit, mit der darauf reagiert wird.